Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Serie Die Energiewirtschaft der Zukunft. Als Gast begrüße ich jetzt Rainer Zinser, er ist Leiter Vertriebslösungen bei den Stadtwerken Tübingen. Herzlich willkommen, Herr Zinser. Herr Edlinger. Es freut mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihr Weg Sie hier zu uns geführt hat. Und mich interessiert ganz einfach, wie sieht denn ein moderner Stadtwerkevertrieb heute aus? Nun, ein moderner Stadtwerkevertrieb muss nach meinem Dafürhalten vor allem für seine Kunden da sein. Das heißt, er muss in erster Linie kundenorientiert arbeiten. Und natürlich heute unter dem Stichwort Big Data sollte er auch CRM-unterstützte Systeme im Einsatz haben, dass er genau Bescheid weiß, wie sich seine Kundschaft zusammensetzt. Das geht natürlich hin bis zu einer Kundenwertanalyse, damit man auch gezielt die einzelnen Kundengruppen segmentieren kann und entsprechend mit Marketing- und Vertriebsaktionen sozusagen begleiten kann, um natürlich eine hohe Durchdringung bei seiner Stammkundschaft, aber natürlich auch bei der Neukundschaft, Kundengewinnung zu erreichen. Das ist für mich eine elementare Sache und da müssen wir in Zukunft einfach noch professioneller werden und vor allem kundenorientierter. Ich scheine da schon so ein bisschen rauszuhören, dass das eigentlich keine reine Vertriebssache ist, sondern dass das Marketing da auch zentral ist, dass beide so ein bisschen Hand in Hand spielen müssen. Sicherlich, da haben Sie vollkommen recht, das unterstütze ich voll, das geht nur Hand in Hand zwischen Marketing und Vertrieb, weil man natürlich auch über das Marketing andere Bereiche in einem Stadtwerk erreicht. Ich nenne beispielsweise die Telekommunikation, wo man dann auch entsprechende Bundle-Produkte stricken kann, man zum Beispiel auch Stadtverkehr oder Parkhäuser wäre nicht ausgeschlossen, dass man einfach einen Kunden vollumfänglich mit einem zum Beispiel Bundle-Produkt bedient und da ist natürlich die Unterstützung des Marketings elementar, da das Marketing in einem Stadtwerk ja einen guten Überblick hat über alle Bereiche und es im Prinzip dann gut einbinden kann und das für mich die ideale Ergänzung darstellt, die Kombination Marketing und Vertrieb. Stichwort Social Media. Es ist ja so, dass da sehr viele Plattformen und Werkzeuge mittlerweile auch in den Bereich Vertrieb übergreifen. Sehen Sie da Chancen zum Einsatz von entsprechenden Techniken, Kanälen und Produkten? Ich sehe da sehr große Chancen. Ich sehe es in meinen Kindern, ne, wie die das Thema Facebook nutzen und da gibt es einfach noch riesige Potenziale, auch bei uns Stadtwerken, da wir doch etwas, sagen wir, mehr aus einer konservativen Haltung und Richtung herkommen und da haben wir noch, ein Riesenpotenzial für die Zukunft, deshalb muss uns auch nicht Angst und Bange werden vor der Zukunft, weil wir solche Dinge wie Facebook oder auch Google AdWords Kampagnen einfach noch besser nutzen können. Da spielt auch das Marketing, die Unterstützung der Kollegen, die Zusammenarbeit eine ganz entscheidende Rolle. Zukunft ist auch ein ganz gutes Stichwort. Vielleicht wagen Sie mal einen kurzen Ausblick in die Zukunft. Wie sieht denn Ihrer Meinung nach der Vertrieb und das Marketing der Zukunft in den Stadtwerken aus? Ja, der Vertrieb in der Zukunft wird natürlich auch immer mehr online getrieben sein, weil einfach auch so die ältere Generation immer internetaffiner wird, onlineaffiner. Das wird sicherlich ein Hauptfokus sein, aber man darf die Stammkundschaft natürlich im Stadtwerkegebiet nicht vernachlässigen. Das heißt, gutes Kundencenter ist natürlich elementar, denn es gibt halt auch immer noch Leute, zum Glück, die uns dann direkt besuchen, um ihre Anliegen direkt beim Stadtwerk erledigen zu können. Also die Kombination persönliche Betreuung und entsprechend sehr gut online aufgestellt zu sein, ich denke, das wird die Zukunft für Energievertriebe sein. Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese Prognose. Ich bin selbst gespannt, wie es wird und ich denke, alle würden das unterschreiben, dass sie auf die Zukunft da sehr gespannt sind. Vielen Dank, Herr Edlinger, für das Interview. Und wenn Sie Interesse an weiteren Themen haben, dann klicken Sie doch einfach auf ein weiteres Video in unserem YouTube-Channel oder besuchen unsere Webseite www.asef.de.